Der Konzertsaal des Gießener Rathauses am Sonntagvormittag. Zu einem Benefizkonzert zugunsten des Kinderhilfsprojekts Musik statt Straße hatte die kommunale Musikschule eingeladen, das unter dem Motto Freude mit der Violine stand. Vorlage für das Konzert war die Geigenschule von Georgi Kalaitjew. So wurde das musikalische Märchen von dem Jungen erzählt, der zwar eine Geige besitzt, aber keine Saiten. Die Tiere Delfin, Ente, Affe und Giraffe verwandeln sich in die Saiten. Der Junge begibt sich auf eine Reise, die ihn durch Japan, Russland und Bulgarien führt. Die Geige lernt unterwegs die nähere Verwandtschaft und weitere Freunde kennen. Neben den Schülern der Musikschule spielten auch der Streicherspielkreis und das Gitarrenensemble der Musikschule. Unterstützt wurde das Konzert von Schülerinnen der Liebigschule, die als Erzählerinnen fungierten, Hermann Wilhelmi am Klavier und als Erzähler, sowie dem multikulturellen Orchester. Zum großen Finale sang Fredrik Wahle zusammen mit Oberbürgermeisterin Dietlin Grabe-Bolz und begleitet von allen Musikern das Lied Immer soll die Sonne scheinen. Das Projekt Musik statt Straße wird vom Kammerorchester Studio Konzertante unter Leitung von Georgi Kalaitjew in Sliven und der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft Mittelhessen betrieben. Initiiert wurde das Projekt im Sommer 2009 von Orchestermitgliedern des Stadttheaters Gießen. Musik statt Straße ermöglicht ehemaligen Straßenkindern, Kindern aus den ärmsten Familien und Heimen in Sliven, zweimal pro Woche Musikunterricht mit einer kräftigenden Mahlzeit zu erhalten.